So, hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Hardware-Review. Ich schiebe das mal ein bisschen weiter nach hinten. Wie ihr seht, es geht heute um meinen Monitor. Der hat da ein paar Fingerdatscher drauf, aber das ist nicht so schlimm. Passiert halt mal. So, es handelt sich um, na, vielleicht sieht man es, ein ViewSonic. Komm, stell scharf, genau. Ich finde das Modell echt gut. Es ist. Ja, es ist jetzt nicht so schnell dreckig. Vor allen Dingen auch der Monitor braucht ein bisschen, um dreckig zu werden, was bei anderen ziemlich schnell normalerweise geht. Und es ist halt gut, dass er Full HD hat und auch eine Overdrive-Technik. Außerdem hat er keine Corona-Bildung, was man sieht, wenn ich ihn mal anschalte. So, das flimmert jetzt ein bisschen aufgrund der Aufnahme. Naja, das ist mein Desktop, mein selbstgebastelter. Ich stelle das mal wieder ab. So, aber man sieht ja schon. Na, hier nochmal ein bisschen nachjustieren. Man sieht ja schon, außer dass hier jetzt. Ja, vielleicht seht ihr die Maus. Hier ist ja gerade so ein weißer Fleck, der kommt von meinem Fenster. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Aber. Naja, man hat halt hier eben keine Corona, das bedeutet, dass nur dieser Bereich hier gut ausgeleuchtet wird, sondern es ist eben eine gute Ausleuchtung. Und der Monitor ist auch recht hell von den Farben her. Das gefällt nicht jedem, mir gefällt es. Es ist vor allen Dingen auch ein bisschen wärmer als die anderen. Das sieht man ganz gut, wenn ich mal irgendein Programm aufrufe, was diese Farben auch benutzt. Hier finden wir wohl eher keins. Naja, ich kann mal GIMP aufmachen. So, wenn ich jetzt einfach mal was Neues bastel, jetzt sagen wir mal Rot nehme. Bisschen mal, seht ihr ja schon, die Farben sind recht hell und sehr leuchtend. Wenn ich jetzt hier mal Blau zum Beispiel nehme, die Farbe ist auch recht hell und leuchtet auch schön. Das war zum Beispiel bei meinem alten Monitor nicht so, das war ein LG Flatron. Da waren die Farben ein bisschen dunkler und auch nicht so schön, fand ich jetzt. Vor allen Dingen auch eben dieses dunkle, nicht ganz so leuchtende. Hier habe ich, finde ich, eine schöne Farbe und die passt auch gut zum Rest. So, warum habe ich mir diesen Monitor ausgesucht und keine anderen? Ganz einfach der Kostenpunkt. Ein Monitor ist, finde ich, meiner Meinung nach nicht so wichtig, außer dass er eine gute Latenzzeit braucht, wobei der hier auch gut in der Latenz ist. Und vor allen Dingen auch gute Auflösung, keine Corona-Bildung, aber danach ist halt auch der Preis entscheidend und da ist der hier echt gut drin. Vor allen Dingen auch, was ich recht gut finde, der Preis liegt unter 200 Euro, beziehungsweise unter 150 sogar, nämlich bei exakt 119 zu diesem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme bei Amazon. Ich habe ihn für irgendwie 99 irgendwas bekommen. Da war er gerade im Angebot. Muss man aber ein bisschen schauen. Ab und zu kriegt man das Teil ja auch für unter 100 Euro. Das ist für einen Monitor echt günstig. Und deswegen habe ich mir auch für den hier entschieden, neben den anderen Sachen. Naja, ich hoffe, ich konnte euch hiermit ein bisschen helfen mit dem Review. Und wir sehen uns beim nächsten. Ciao.